Hallo und herzlich willkommen zu den Gameswelt-Nachrichten. Mein Name ist Felix Rick. Schön, dass ihr da seid, liebe Leute. Ich habe mal wieder ein paar News für euch. Unter anderem zu Halo Infinite. Da wurde ein Teaser veröffentlicht. Dann ist der Kreativleiter von Assassin's Creed Valhalla zurückgetreten. Außerdem äußert sich Kojima zu den Gründen, warum er von Konami gefeuert wurde. Und es gibt jede Menge neue Trailer zu Marvel's Avengers. Wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und auch auf die Glocke drückt. Jetzt viel Spaß bei den Nachrichten. The hour approaches. Forces occupy the ring. Auf Twitter wurde gestern ein kleiner Teaser zu Halo Infinite veröffentlicht. Das Ganze ist eine Audioaufzeichnung und was man da hört, ist The Banished. Das ist eine Splitterfraktion der Covenant. Die kamen in Halo Wars 2 vor und scheinen wohl auch eine Rolle in Halo Infinite zu spielen. Im Juli wird man dann wohl mehr sehen von Halo Infinite. Dann findet ja ein Microsoft-Event statt. Ashraf Ismail war der Kreativleiter von Assassin's Creed Valhalla, weil er jetzt seinen Posten abgegeben hat. Warum? Nun, weil bekannt wurde, dass er eine Affäre geführt hat und das, obwohl er verheiratet ist und Kinder hat. Das kam nicht sonderlich gut an und deswegen möchte er sich eine Auszeit nehmen, um sein persönliches Leben in den Griff zu bekommen. Laut einem Bericht der französischen Webseite Gameblog wurde Hideo Kojima von Konami gefeuert, weil er finanzielle Mittel, die für Metal Gear Solid 5 gedacht waren, für PT verwendet hat. Kojima Productions hat sich dann zu diesem Bericht über Twitter gemeldet und gesagt, der Bericht ist kategorisch falsch, also nichts scheint da irgendwie zu stimmen. Ob Kojima und Konami jemals wieder zusammenarbeiten werden, ich glaube ja eher nicht daran. Zu Marvel's Avengers-Spiel gab es gestern ein großes Event und daraus sind dann mehrere Filmchen hervorgegangen. Zum Beispiel ein Trailer, der heißt Once an Avenger und da sieht man über 7 Minuten vom Spiel, wie man sich da mit Thor durchkämpft. Außerdem gibt es noch einen Koop-Trailer und dann noch einen weiteren Trailer, der auf den Bösewicht des Spiels eingeht. Das Spiel erscheint am 4. September für PlayStation 4, Xbox One, Windows und Google Stadia. Das waren die Gameswelt-Nachrichten für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao!